Wir sind heute telefonisch verbunden mit Florian Wächter in Köln. Hallo Florian. Hallo, guten Tag. Florian, seit über einem Jahr gibt es aus dem Fundus von Edward Snowden immer wieder gut belegte und dokumentierte Enthüllungen über die Bespitzelungsaktivitäten von US- und britischen Geheimdiensten. Was macht die Bundesregierung, um diese rechtswidrige Spionage zu unterbinden? Und ist das, was sie tut, auch genug? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich denke, viele haben zwar von den ganzen Enthüllungen, die auch durch Edward Snowden in die Welt getragen wurden, beziehungsweise auch durch die Journalisten, vieles mitbekommen, aber die Bundesregierung selber versucht ja doch eher Stillschweigen zu bewahren, das Ganze so ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Man hat zwar schon Versuche mitbekommen, jetzt auch mit dem Bundesgeneralanwalt, genauso wie so ein bisschen die Frustration da war, beziehungsweise die Empörung wegen der Abhöraffäre der Bundeskanzlerin. Aber so richtig was getan oder auch irgendwo eine Debatte angestoßen seitens der Politik ist bisher leider nicht der Fall gewesen. Also ja, kann man es eigentlich kurz und knapp beantworten. Man hat da seitens der Regierung noch nicht wirklich viel getan. Gibt es für diese etwas seltsame Haltung so etwas wie eine rational nachvollziehbare Erklärung? Ja, also wie ich das halt einfach verfolge, wenn es halt Themen gibt, die auch irgendwo die Bevölkerung natürlich unter den Nägeln brennt, ich sage das auch einfach mal so eine Anti-Atom-Bewegung, wo einfach Zehntausende Menschen mobilisiert werden können oder auch generell für umweltpolitische Themen, da tut sich auch was in der Bevölkerung, man bringt den Unmut auch auf die Straße. Die Regierung und auch die Bundesregierung kriegt es natürlich dementsprechend mit, versucht immer mal wieder auch natürlich gegenzusteuern. Selbst die CDU hat es irgendwann einsehen müssen, dass man versucht, Kraftwerke abzuschalten. Das haben wir leider an diesem Überwachungsthema nicht. Es sind relativ wenig Menschen auf der Straße. Es gibt zwar sehr schöne und sehr interessante Aktionen, die immer wieder stattgefunden haben, aber es waren leider nicht so viele Menschen, die sich daran beteiligt haben. Und ja, die Regierung kann das dadurch so ein bisschen aussetzen, weil sie kriegt ja auch wenig Kritik. Wieso kommt eigentlich die Gefährlichkeit und die Brisanz dieser Frage im Volk offensichtlich also nicht an? Es müsste eigentlich klar sein, dass das da also genauso wie andere lebenswichtige und zentrale Fragen des Daseins also ziemlich ins Eingemachte geht, oder nicht? Das ist zwar richtig, aber es ist natürlich auch ein Thema, was viele ja gar nicht so mitbekommen. Man spürt es nicht. Ich nehme halt immer gerne als Vergleich dieses Umweltthema. Umweltskandale kann man teilweise sehen, man kann sie teilweise mitbekommen, indem man zum Beispiel auch krank wird. Es wird sehr viel berichtet. Man kann es sich vorstellen, dass man da, ich sage jetzt mal, der Umwelt nichts Gutes tut. Aber eine Überwachung, wer fühlt schon wirklich überwacht zu werden? Viele sind sich auch den Auswirkungen gar nicht bewusst, gehen damit dementsprechend eigentlich auch so ein bisschen fahrlässig um. Der gerne genutzte Spruch ist ja auch, ich habe eh nichts zu verbergen. Damit wird das so ein bisschen ja auch legitimiert, dass diese Überwachungsapparate halt so agieren, wie sie halt agieren. Ja, und wenn es die Menschen halt nicht so mitbekommen oder auch gar nicht so wahrhaben wollen, gar nicht so in die Tiefe gehen mit der Materie, sich auseinandersetzen, ja, wird sich da auch nicht viel ändern. Nun, inzwischen haben wir da so eine kleine neue Nuance, wenn man so will, da reinbekommen. So offensichtlich ist ein BND-Mitarbeiter jetzt also nicht mit einem offiziellen Auftrag unterwegs gewesen und hat da so offensichtlich, das weiß man nicht so genau, also den Bundestag oder wenigstens diesen einen Ausschuss oder wen auch immer, so im Auftrag der Amis bespitzelt. Was denkst du, wird das jetzt so ein bisschen die Gefühlssituation ein wenig mehr hochgucken lassen oder wird das dann ja auch einfach verpuffen? Ich bin momentan auch gespannt. Also ich war selber auch schon überrascht über die Aussage von unserem Bundespräsidenten, von Herrn Gauck, der sich ja doch schon mal ein bisschen kritischer, ich sag mal ein bisschen kritischer geäußert hat. Es ist aber abzuwarten. Ich persönlich gehe einfach davon aus, dass man auch da versucht, das Thema so ein bisschen auszusitzen, das Ganze so ein bisschen totzuschweigen, dass es so etwas in Vergessenheit gerät. Da wird auch, denke ich, von der Seite der Politik kein großer Umsturz, kein großer Umschwung entstehen. Also es würde sich auch durch dieses Thema nicht viel ändern. Es bleibt natürlich abzuwarten, was da noch rauskommt, aber ob das richtig aufbearbeitet wird, bezweifle ich jetzt erstmal einfach.
würde mich persönlich wundern. Dafür haben bisher die Regierenden schon zu sehr gesagt, dass die Freundschaft viel zu wichtig wäre, auch die ganzen wirtschaftlichen Verquickungen. Selbst die Themen, die jetzt natürlich auch brandaktuell sind, selbst mit dem Freihandelsabkommen, die wirtschaftlichen Verquickungen zwischen der Bundesregierung und auch den Vereinigten Staaten sind zu hoch und für die Regierenden viel zu wichtig, als dass die wegen der Spionageaffäre diese freundschaftlichen Beziehungen kappen würden. Deswegen gehe ich da nicht davon aus, dass sich da wirklich was ändert. Ja, ich wunderte mich immer so ein bisschen über diese rhetorische Figur der freundschaftlichen Beziehungen. Hillary Clinton soll ja bei Günther Jauch neulich den Punkt ja auch angesprochen haben. Man soll die traditionelle Freundschaft zwischen Deutschland und den USA nicht gefährden. Ist es aber nicht so, dass derjenige, der da halt so jemand anderen bespitzelt und ausspioniert, im Grunde genommen sich nicht sehr freundschaftlich verhält? Das ist definitiv richtig. Eine freundschaftliche Verhaltensweise wird da von Seiten der Vereinigten Staaten nicht an den Tag gelegt. Ich denke, jeder, der einen gut ausgewählten Freund hat, und ich denke mal, dass viele gute Freunde haben werden, da wird keiner es zulassen wollen oder es einfach so tolerieren, dass andere ein ausspionieren, Informationen klauen, eventuell auch Informationen weitertragen, daraus Profite schlagen, vielleicht sogar Ideen andersweitig verwenden. Da würden wir erstmal natürlich, wenn es ein guter Freund ist, das Gespräch suchen und sagen, hier, so geht das nicht und versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Und selbst das wurde ja nie gemacht. Es wurde einfach hingenommen. Oder am Anfang hat man uns ja sogar versucht, weiszumachen, es ist doch gar nichts passiert. Es gibt überhaupt keine Spionageaffäre. Und das ist ein ganz falscher Weg. Und ich meine, es ist ja auch letztendlich ein falsches Zeichen von uns aus, den Vereinigten Staaten, also der Regierung der Vereinigten Staaten gegenüber. Weil wenn auch wir nicht sagen, hier muss sich was ändern, wir brauchen einen Dialog, wir müssen hierüber reden, so geht das nicht weiter, sonst ist wirklich die Freundschaft gefährdet. Solange wir da nicht anfangen, was zu sagen und es auch zu beschweren, werden auch die Vereinigten Staaten nichts ändern müssen, weil die sich denken, ja gut, wir tolerieren das ganze Jahr und spielen das Spielchen mit, warum sollten wir in unserem Verhalten etwas ändern? Ja, ja, wir schicken natürlich da so eine ziemlich falsche Botschaft darüber. Im Grunde genommen sagen wir denen, macht mit uns, was immer ihr wollt. Und das lassen sich natürlich nicht zweimal sagen. Florian, demnächst gibt es da so einen bundesweiten Aktionstag am 26. Juli, wenn ich richtig informiert bin, in Sachen Stop Watching Us. Was kannst du uns darüber erzählen? Ja, und zwar haben wir letztes Jahr auch schon angefangen. Wir hatten am 27. Juli letzten Jahres die ersten bundesweiten Demonstrationen, halt auch anlässlich der Veröffentlichungen von Edward Snowden. An den bundesweiten Demos letzten Jahres haben sich auch über 10.000 Menschen bundesweit daran beteiligt. Auch hieran möchten wir natürlich gerne wieder anknüpfen. Das Thema ist weiterhin aktuell. Wir wissen selber, es hat sich nichts geändert. Wenn es auch so weitergeht, dass auch wirklich, und hier ist letztendlich jeder, auch Hörer und Hörerinnen aufgefordert, jeder Mensch letztendlich sollte sich auch einfach mal Gedanken über das Thema machen. Und auch bewusst sein, wenn wir nicht auf die Straße gehen, nicht hier anfangen, der Politik zu sagen, so funktioniert das nicht. Wir fordern ein Ende oder auch eine Abrüstung der Überwachung bzw. auch der Abrüstung der Spionage- und Geheimdienstaktivitäten, also so wie sie jetzt momentan einfach laufen. Wir brauchen auch einen Dialog. Also selbst die Befürworter müsste man ins Boot holen, auch mit denen müsste man reden. Wir wollen ja auch nicht mehr einfach sagen, nein, wir müssen jetzt alles ändern, sondern wir müssen erstmal reden, wir müssen das Ganze aufbereiten, wir müssen Transparenz schaffen. Wir müssen aber dafür auch erstmal einfach auf die Straße gehen. Die Regierung muss das erkennen, dass sich hier etwas ändert, dass die Bevölkerung das so nicht mehr toleriert. Und dann kann letztendlich auch die Regierung gestärkt an die Amerikaner rantreten. Aber wir müssen damit anfangen. Wenn wir nicht anfangen, dann wird sich an dieser Überwachungsmisere nicht wirklich viel ändern. Das ist durchaus richtig. Die Gelegenheit ergibt sich auch vor Ort in Hannover. Auch hier ist eine Demonstration am 26. Juli angemeldet worden. Es geht los um Schlag 12 Uhr vor dem Kaufhofgebäude gegenüber dem Hauptbahnhof. Es wäre natürlich schön, wenn möglichst viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen dabei sein könnten. Florian, hab vielen herzlichen Dank, dass du heute mit uns gesprochen hast. Und ich hoffe, es ergibt sich nochmal irgendwann mal eine Gelegenheit, mit dir hier bei Radio Flora zu sprechen. Ja, wäre ich sehr gerne. Würde mich freuen. Okay, tschüss. Auf Wiederhören.